Heute geht's mal mit dem Auto zum Campingplatz. Mal ganz ohne Zelt und sonstige Campingausrüstung. Auch mal interessant. Ha, richtig schicke Apartments sind das hier auf dem Campingpark Gitzenweiler Hof in Lindau am Bodensee. Und hier möchte ich dieses Mal Glamping ausprobieren. Also das Campen für alle, die es ein bisschen luxuriöser und glamouröser mögen. Ja, ich bin schon sehr gespannt und vor allem kann man hier von Lindau aus ganze 4 Länder erkunden. Und solange ich jetzt mal schaue, wo genau ich untergebracht bin, können Sie sich schon mal eins der Top-Ausflugsziele hier anschauen, nämlich Dornbirn in Österreich. Vorarlberg in Österreich ist ein bergiges Ländle. Der Karren ist Dornbirns Hausberg und am einfachsten erklimmt man ihn mit der Gondel. Schon auf der Fahrt sind die Ausblicke beeindruckend. Oben angekommen hat man eine herrliche Sicht auf das Rheintal. Vom Schweizer Sentis über den Bodensee mit der Rheinmündung bis zum Pfänder reicht der Blick. Wer es gemütlich mag, kann im Panorama-Restaurant Platz nehmen und sitzend die Aussicht genießen. Wer den Kitzel bevorzugt, sollte auf die Aussichtsplattform. Der verglaste Balkon hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Die Aussicht ist bombastisch. Mein Gott, Bregenz, Dornbirn, andere Seite Lindau, von der Seite kommen wir. Genau. Und was machen Sie jetzt, eine Wanderung oder was machen Sie jetzt? Wir haben jetzt mal unsere 2 Kinder dabei, jetzt schauen wir mal. Ein bisschen wandern, genau. Vielleicht in die Schlucht noch gucken. In die Schlucht schauen, eine gute Idee. Denn die Rappenlochschlucht in Dornbirn ist ein Naturereignis. Man kann hier baden oder wandern. Immer wieder spürt man die Gischt des Wassers. Die kühlen Pfade sind gerade im heißen Sommer sehr angenehm. Mitten im Wald ein aufgestauter See. Denn hier wird schon lange das Wasser auch zur Erzeugung von Energie genutzt. Auf dem Weg gibt es auch Einkehrmöglichkeiten. Dahinter geht es direkt weiter in die anschließende Alblochschlucht. Ein Paradies für Naturliebhaber. Ganz hochspezialisierte Pflanzen, Tiere, die man hier finden kann. Es sind Moose im Schluchtwald, Farne und zum Beispiel auch der ganz spezielle Hirsch. Zungenfarn, der ja eigentlich mit dem Farn, wie wir ihn kennen, mit den gewedelten Blättern nichts zu tun hat. Die Alblochschlucht ist klein und eng. Schön frisch. Und die Spazierpfade sind an den Fels gebaut. Bei so viel Natur ist man überrascht, neben dem Parkplatz der Rappenlochschlucht feine alte Rolls-Royce-Karossen zu sehen. Ferdinand Vonnier hat das Museum von seinem Vater übernommen und ist stolz darauf, dass viele Oldtimer seiner Sammlung noch fahrbereit sind. Fast 8000 Kubikzentimeter Hubraum, verteilt auf 6 Zylinder, erzeugen den typisch ruhigen, satten Rolls-Royce-Sound. Ja, hier haben wir jetzt einen Rolls-Royce Phantom One. 1928er Motor. Es ist ein fantastischer Motor. Aufgrund dieses großen Hubraumes kann man heute noch mit diesem Fahrzeug hervorragend sich fortbewegen. Und er war zur damaligen Zeit eine Meisterleistung der Technik. Das gilt für die meisten Rolls-Royce. Von Beginn an die Marke der Mächtigen und Reichen. Über 50 Exemplare sind im Automobilmuseum versammelt. Einer schöner als der andere. Wichtig:
schöne große Lichter und die Kühlerfigur. Ja, hier haben wir jetzt eine Kühlerfigur, die ist etwas anders wie die Spirit of Ecstasy. Und zwar handelt es sich hier um den George and the Dragon. Das war die Kühlerfigur für das Paradefahrzeug der Queen Mom. Und wie kommt man zu so einem Fahrzeug? Das war ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Auch die Edelkarossen wieder herzurichten war nicht ganz einfach. Denn häufig waren die Oldtimer in einem schlechten Zustand, wie dieses Fahrzeug. Restauriert sind sie ein Stück Automobilgeschichte. Welches ist denn der wertvollste Wagen hier? Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, aber ich kann Ihnen gleich vorausschicken, dass bei Rolls-Royce über drei Dinge nicht gesprochen wird. Das ist der Preis, die Leistung und der Kraftstoffverbrauch. Very British, das Rolls-Royce Automobilmuseum in Dornbirn. Hui, richtig schönes, gemütliches Schlafzimmer. Ist doch ein bisschen komfortabler als im Zelt oder im Wohnmobil. Und es hat auch ein richtig schönes, schickes Bad. Mir gefällt's. Eine richtig schöne, geräumige Küche gibt's und Platz für insgesamt 4 Personen, also eine ganze Familie. Es ist fast ein bisschen wie im Hotel. Allerdings ist in der Regel beim Glamping deutlich mehr geboten als im Hotel. Auch hier im Gitzenweiler Hof in Lindau am Bodensee. Und ich chille jetzt erstmal eine Runde. Der Gitzenweiler Hof ist ein vielfach preisgekrönter 5-Sterne-Campingplatz im Hinterland von Lindau. Seit 30 Jahren ist sie die Chefin, Heidrun Müller. Mit vielen Ideen und Fleiß hat sie den Gitzenweiler Hof zu dem gemacht, was er heute ist. Sie ist immer präsent und schaut nach dem Rechten. Schließlich sollen sich alle Gäste wohlfühlen. Na, haben Sie alles gefunden? Ja. Und waren Sie schon unterwegs? Ja, wir sind schon mit dem Fahrrad in Lindau gewesen. Gestern waren wir schon in Mainau. Ach, schön, ja. Haben Sie Gräfin Bernadotte getroffen? Nein, die haben wir nicht getroffen. Hätten wir was arrangieren müssen. 50 Kilometer und man ist an vielen Sehenswürdigkeiten. So, jetzt zeigen mal, was wir für Kinder haben. Da macht auch das Zähneputzen Spaß. Ein Traum von Bad, extra für die Kleinen. Wasser spielt eine große Rolle auf dem Platz. Ein Bach, mehrere kleine Seen und ein riesiger Pool laden die Gäste zum Planschen ein. Wir kommen hierher, weil wir am Meer wohnen in Kiel und wir brauchen die Berge als Alternative zu diesem Flachland, in dem wir leben. Es gibt viel Platz und viel Natur auf dem schön gelegenen Gelände. Super schöne Plätze, natürlich super, ja, auch der Pool bei warmem Wetter, man kann mal hineinhüpfen. Wir waren tagsüber da wandern und dann hier schön rein und ja, alle sehr, sehr freundlich hier und auch ja, so oben alle so, die Getränke sind sehr lecker und sowas auch. Der Wurstsalat hier heute gegessen, super. Immer wieder gibt es besondere Mitmachaktionen auf dem Platz. Heute ist Chi Yen Lu zu Gast. 9 Jahre hat er im Shaolin-Kloster gelebt und lehrt Qigong. Dreh die Oberkörper nach rechts, Augen nach oben schauen. Langsam nach unten. Ausatmen. Für die Kleinen gibt es einen Streichelzoo und eine Pferdefarm mit einigen Pferden und Ponys, mit denen man geführte Ausritte durchs Gelände buchen kann. Hoch zu Ross durch den Wohnwagen-Dschungel. Wo gibt's das schon? Auch ein Schaugärtchen mit Gemüse und Kräutern findet man auf dem Campingplatz. Hier kann man das Gemüse einmal eins lernen und wer vorbeischaut, bekommt Kräuter fürs Abendessen. Hi Claudia, hast du mir was aus dem Garten? Was Frisches?
Ja, selbstverständlich. Guck mal, ich habe ja schon. Lorbeer ist ja super, ja, für meinen zum Kommen. Und ich oh, hab Tee. Schon verschiedene Gewürze. Also super, ja, nehme ich alles mit. Ja. Ciao. Bei schlechtem Wetter kümmern sich Animateure um den Nachwuchs. In einem großen Raum mitten auf dem Gelände können die Kinder spielen, malen oder basteln. Mit Supermarkt und Einkehrmöglichkeiten ist man im Gitzenweiler Hof voll versorgt. Was die Leute am Gitzenweiler Hof schätzen, ist, glaube ich, dass man sein kann, wie man möchte. Man kann hier entschleunigen, man kann hier Sport machen, man kann hier Kultur. Der Bodensee bietet alles. Also einfach diese Vielseitigkeit. Man darf jeder sein, wie er will. Wer mag, kann auch einen Ballon chartern. Bei gutem Wetter kommt Thomas Köck vorbei und zeigt, wie man den Heißluftballon startklar macht. Ab 200 Euro kostet der Spaß pro Person. Zum Schluss entschwindet der Ballon und seine Insassen dann in andere Sphären mit gigantischen Ausblicken auf den Bodensee und die Alpen, hoch über dem Campingpark Gitzenweiler Hof. Fein, Bella. Im Urlaub hat man ja auch mal Gelegenheit, Dinge zu tun, zu denen man zu Hause nicht so die Gelegenheit hat, wie zum Beispiel Reiten. Auch das geht hier. Wer die Tiere lieber nur anschaut und streichelt, der sollte unbedingt mal einen Abstecher in die Allgäuer Alpen machen. Da ist ja alles voll mit Kühen auf der Weide, richtig schön. Und man kann sich auch anschauen, wie aus der Milch Käse gemacht wird. Komm, Bella. Wer Bock hat auf Tiere, ist auf der Alpe Mittelberg in Immenstadt im Allgäu richtig. Hier fühlt sich das liebe Vieh sauwohl und Nachhaltigkeit ist oberstes Gebot. Auf der Alpe dreht sich alles um den Allgäuer Bergkäse, der frisch gemacht wird. 2 Dutzend Kühe geben die Milch für 2 große Käseleibe. Tag für Tag. Meine Großmutter hat eine Alpe gehabt und die hat immer Käse gemacht, aber alles von Hand. Und da war ich schon dabei. Pius Steurer macht Käse, seit er denken kann. Er ist der Bauer, der mit seiner Familie die Alpe bewirtschaftet. In aller Herrgottsfrüh beginnt die Arbeit auf der Alpe. Nach dem Melken muss die Milch zunächst erhitzt werden. Hier oben wird das noch mit einem Holzofen gemacht. Dadurch ist man autark. Wenn die Milch 50 Grad erreicht hat, wird der Käsebruch abgefischt. Mit Geschick und Muskelkraft. Auf der Alpe Mittelberg ist das Käsen noch ein echtes Handwerk, das viel Zeit und Liebe braucht. Alles Handarbeit ist ein Naturprodukt. Es kommt von der Milch. Kühe sind im Freien, Kühen holen das Futter selber. Es wird von Hand, nicht von Hand gemolken, aber es geht durch keine Pumpe. Und halt alles von Hand. Wie gesagt, es ist kein Zusatz und gar nichts dabei. Auch die Molke wird nicht weggeschüttet. Auf dem Hof gibt es genügend Abnehmer. Die größeren Kälbchen lieben das eiweißreiche Getränk. Und auch die Schweine schätzen den Energy Drink. Hier wird nichts weggeworfen, alles wird verwertet. So funktioniert Nachhaltigkeit und das schon seit Generationen. Die Hühner bekommen die Käsewürmer. Wenn man den Käse aus der Presse nimmt, bleibt ein kleiner Rand ab und zu. Und die Abfälle, sage ich jetzt einmal, kriegen die Hühner. Da sind sie richtig scharf drauf. Dann nehmen wir. Auf geht's. Da hat es sogar ein Ei gegeben dafür. Ja, ein wunderbares
Auch die Käsepflege gehört zum Arbeitsalltag. Dafür ist der Junior der Familie zuständig. Mit Wasser und Salz werden die Käseleibe haltbar gemacht. Man schmiert immer von den Älteren, die die Schmiere schon dran haben, zu den Frischen, damit die Bakterien gleich die richtigen übergehen, halt, dass die Schmiere richtig ansetzt. Und umso besser die Schmiere dran ist, umso pflegeleichter ist er für mich. Die muss ich jetzt alle 3-4 Tage und die Jungen, die unterhalb, die muss ich gerade jeden Tag. Der Bergkäse, eigentlich, das sind die großen Leibe da. Nebenzu macht man ein kleines Schnittkäse. Dann machen wir einen Bärlauchkäse, das ist das gleiche Prinzip wie beim Schnittkäse, mit 40 Grad aus dem Kessel, nur dass ein bisschen Bärlauch, den wir im Frühling sammeln, dazukommt. Gibt eigentlich einen guten Geschmack. Die Kühe sind nur zum Melken im Stall. Den ganzen restlichen Tag und die Nacht verbringen sie auf der Weide. In einem langen Tross ziehen sie durch die Berge, bis eine saftige Wiese erreicht ist. Dann werden sie sich selbst überlassen. Sie haben eigentlich, also von meiner Sicht aus, ein schönes Leben, ne, hier oben. Sie können fressen, wenn sie wollen, und haben immer ihre Ruhe. Hier oben ist es auch nicht so heiß wie im Tal unten, das macht auch viel aus. Die Hitze mag die Kuh nicht so gern. Ist klar, wir wollen das auch bei 35 Grad draußen stehen. Ne. Bis die ersten Gäste kommen, dürfen auch die Schweine sich die Beine vertreten und Gras fressen. Die Chefin ist für die Brotzeiten zuständig. Hier wird direkt vermarktet, was hier produziert wird. Das ist jetzt unsere traditionelle Berglerbrotzeit, wo wir immer machen. Und wir schauen ein bisschen drauf, dass wir lauter eigene Sachen haben. Wir haben ja Schweine selber, Butter haben wir auch. Und den Käse machen wir selber, mild und würzig. Und der Ziegenkäse. Und das ist das übliche Käsebrot bei uns. So, da haben wir die Berglerbrotzeit einmal. Und ein Käsebrot. Guten Appetit. Mitten in der Natur schmeckt die Brotzeit noch mal so gut auf der Alpe Mittelberg in Immenstadt. Ja, wenn man schon am Bodensee Urlaub macht, dann gehört Wassersport natürlich unbedingt dazu. So wie hier im Lindenhofbad in Lindau, wo man nicht nur Stand-Up-Paddling und Kanu fahren kann, sondern auch einfach nur schwimmen. Ein herrlicher Spot hier. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg Richtung anderes Ufer. Werde es wahrscheinlich nicht ganz rüber schaffen, aber ein Ausflug in die Schweiz ist hier auf jeden Fall ein Muss. Das Appenzell in der Schweiz ist ein Paradies für Bergwanderer und Naturliebhaber. Ein besonders lohnendes Ziel, vor allem für Einsteiger und Familien, ist die Ebenalb, die man zu Fuß oder wesentlich schneller mit der Gondel erreichen kann. Oben ist es angenehm mild, man genießt eine herrliche Rundumsicht. Hoher Kasten, Sentis oder Altmann, alles imposante Berge. Auch die Almen sind sehenswert. Übrigens einer der wenigen Orte, an dem man den Bodensee in seiner ganzen Länge überblickt. Der populärste Wanderweg hier oben führt zum Wildkirchli. Dazu muss man eine frei zugängliche, echte Höhle durchqueren. Menschen haben sie schon immer genutzt. Wanderführer Hans Innauen kennt hier jeden Fleck. Also hier sieht man dieser weiße Fleck. Das ist eine Kalkablagerung. Und dieser Kalk, der wurde vom Fels heraustransportiert mit der Feuchtigkeit. Und das hatte man früher Moosmilch genannt. Und diese Moosmilch, das war eine Medizin, die hat man genommen. Wenn jemand zu viel gegessen hat, dann sollte das die Verdauung fördern. Auch für wilde Tiere war die Höhle früher ein Rückzugsort. Da unten sieht man die Bärengräber. Das ist eine Stelle, wo die Bären hingegangen sind, um zu sterben. Da war ein geschützter Ort und das hatten die Bären aufgesucht, wenn sie alt oder krank waren. Und hier hat man sehr viele
Fundgegenstände oder Rückstände von Bären gefunden, etwa von 800 bis 900 Tieren. Die Wandertour ist abwechslungsreich und für Familien mit Kindern bestens geeignet. Die ganze Region ist sehr interessant und die Höhlen sind natürlich sehr speziell. Das ist auch was sehr Eigenartiges, Einzigartiges auch in der Schweiz. Und wir sind jetzt von Wasserauer aufgestiegen auf dem Wanderweg, der sehr, sehr schön ist. Und der sich da am Berghang entlang zieht. Man sieht dann die Felswände irgendwann und irgendwann kommt man zu der Höhle rauf. Und in die Höhle rennen kann man sich dann schön abkühlen bei der Hitze. Nach der Höhle kommt dann an den Fels geklebt das Wildkirchli mit seinem Altar. Eine alte Pilgerstätte und bis heute beliebt bei den Gläubigen. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Werke. 1658, da war dann der Pfarrer Uhlmann von Appenzell hierher gekommen und der war als Einsiedler, hat er hier oben für 2 Jahre gelebt. Er hat dann da in der Hütte, die da vorne steht, hat er gehaust und hier hat er meditiert und gebetet und hat auch dann die Pilger da empfangen und hat ihnen Trost gespendet. Anschließend waren dann noch einige Eremiten hier oben, aber die waren jeweils nur noch während der Sommersaison hier. Voller Entbehrungen und spärlich war das Leben früher hier oben. Schlusspunkt und für viele auch Höhepunkt ist die Berghütte Escher. Sie wurde schon vor über 100 Jahren in den Fels gebaut. Ja. Heute werden hier Gäste aus der ganzen Welt verköstigt mit aufgepeppten Schweizer Klassikern. So, das wäre also jetzt unsere Spezialität, der Käseflan. Das ist eigentlich ein Käsekuchen warm aus dem Ofen. Das ist unser Hausklassiker. Ich wünsche dir recht einen guten, gell? Danke vielmals. Bitte. Eine Wanderung auf der Ebenalb, damals wie heute, etwas ganz Besonderes. Zurück auf dem Campingplatz Gitzenweiler Hof. Hier trifft man sich abends auf ein Bier oder einen Cocktail. Das sieht gut aus. Bitte schön, Florida alkoholfrei. Dankeschön. Ja, Florida wäre jetzt auch schön, aber warum in die Ferne schweifen? Ich meine, das Vierländereck rund um Lindau am Bodensee hat definitiv auch einiges zu bieten. Was Sie zum Beispiel unbedingt machen sollten, wenn Sie hier im Urlaub sind, ist sich ein ganz kleines Land nebenan anschauen, in dem viele noch nicht gewesen sind. Ich übrigens auch nicht. Das Fürstentum Liechtenstein. Zum Wohl! Hoi und herzlich willkommen im Liechtenstein. Das war Liechtensteinisch für Hallo und herzlich willkommen im Liechtenstein. Wie man an dem Pass hier schön erkennen kann, bin ich eine von 38.000 Einwohnerinnen des Fürstentums. Wir haben keine Armee, wir haben keinen Flughafen, wir haben nur 2 Soldzeppen. Aber wie man hier im Parlament schön erkennen kann, sind wir wirklich ein eigenständiger Staat. Hoch über der Hauptstadt Vaduz erhebt sich das Schloss der Liechtensteiner, in dem Fürst Hans Adam II. Mit seiner Familie lebt. Seit 1806 ist das kleine Land souverän und bis heute ist der Fürst das Staatsoberhaupt. Liechtenstein ist ja eine Demokratie, das heißt, das Parlament, unser Landtag, die arbeiten die Gesetze aus. Und die Gesetze treten dann in Kraft, wenn der Erbprinz, unser Monarch, diese auch unterschreibt. Der Rhein bildet die Grenze zur Schweiz, mit der Liechtenstein gute Beziehungen pflegt.
Offizielle Währung im Fürstentum ist seit fast 100 Jahren der Schweizer Franken. Also wir stehen hier direkt vor Schloss Vaduz. Das ist der Wohnsitz der fürstlichen Familie, die leben hier. Und man kann das Schloss nicht von innen besichtigen, weil die wohnen hier und die sind sehr privat. Aber ich war da schon drin. Alle LiechtensteinerInnen, wenn die 18 werden, werden die nämlich vom Fürsten oder vom Erbprinzen eingeladen und dürfen da dann Wein oder ein Bier oder ein Wasser mit ihm trinken. Und wer die Fürstenfamilie nicht kennt, da haben wir hier ein kleines Bild, damit man sich das auch mal einprägen kann. Und dann vielleicht beim nächsten Spaziergang hier in Vaduz erkennt man auch den Fürsten. Was ganz wichtig ist, wir duzen uns hier alle in Liechtenstein, außer die Fürstenfamilie. Da ist man per Sie. Hoi miteinander. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, Chiara. Hoi. Besonders stolz sind die Liechtensteiner auf ihre kleine Schatzkammer mitten in Vaduz. Also wir sind hier in der Liechtensteinischen Schatzkammer. Und die ist ganz dunkel und hat einige ganz spezielle Objekte. Und was mir besonders gefällt, ist der Fürstenhut ganz am Eingang. Das ist nur ein Replik, weil der verschollen ist. Der ist wahrscheinlich da, wo das Bernsteinzimmer ist. Aber dieses Replik wurde dem ehemaligen Fürsten von der Regierung und dem Landtag zum 70. Geburtstag geschenkt. Eine weitere Spezialität hier in der Schatzkammer ist das Munkestein. Und das wirkt ein bisschen komisch, dass Munkestein in Vaduz ist, also hier in Liechtenstein. Und der Grund dafür ist, dass es ein Liechtensteiner Wirtschaftsunternehmen gibt, das auf Beschichtungen spezialisiert ist. Und die haben die Rakete der Apollo-Mission beschichtet vorne, dass sie eben nicht verglüht ist. Und als Dankeschön haben wir eben dieses Mondgestein bekommen. Der höchstgelegene Ort in Liechtenstein ist Malbun, ein hübsches Bergdörfchen. Im Winter kann man hier Skifahren und im Sommer wandern. Eine gute Aussicht hat man von der Hütte direkt neben dem Lift. Also wir sind hier umgeben von den Liechtensteiner Bergen. Und was man hier drüben gleich sieht, das ist der Augstenberg. Das ist der höchste Berg in Liechtenstein, der nur auf Liechtensteiner Berggebiet steht. Die Speisen ähneln der Schweizer Küche. Und so sind auch in Liechtenstein Rösti, Nationalgericht. So, einmal Rösti. Super, danke vielmal. Achtung, heiß, gell? Dankeschön. Guten Appetit. Die Zubereitung von Rösti ist ganz einfach. Die Kartoffeln werden auf einer Rösti-Reibe gerieben, in ganz viel Fett angebraten. Früher war das Schmalz, heute eher Butter. Und dann verfeinert, je nach Gusto, mit Speck, Käse und Ei. Das ist die größte Höhle in Liechtenstein. Das Wildmannskirchli. Und man sagt sich, dass da früher die Wildmannli gewohnt haben. Auch an Familien mit Kindern hat man in Malbun gedacht und einen schönen Wanderweg mit vielen verschiedenen Schaukeln angelegt. Meine Lieblingsschaukel ist definitiv diese, weil sie am höchsten liegt und man die allerbeste Aussicht hat. Immer noch ein Geheimtipp: das Fürstentum Liechtenstein. So, ich muss sagen, dieses Glamping könnte mir gefallen. Es ist auf jeden Fall was für Naturliebhaber, die es beim Campen gerne ein bisschen komfortabler mögen. Und hier im Vierländereck rund um Lindau am Bodensee, da ist so viel geboten. Da ist definitiv für die ganze Familie was dabei.